Und dann gibt es noch die Orte, auf die fällt zu selten Licht. Wie besonders schöne Worte, die man viel zu selten spricht. So wie Schätze, die man findet und wie Glück, das man dir schenkt. Orte, an die man sich bindet und an die man gerne denkt. Dort, wo hinter den Fassaden ein Zuhause sich versteckt. Wo man immer neue Seiten einer kleinen Welt entdeckt. Zwischen Rapsfeld, gelben Wogen und dem Weizenmeeresrand liegt ein lebendes Geschichtsbuch, ein Familienwunderland. Für Gipfelstürmer, Gipfelschleicher, für die Flusspiraten-Crew, für Spaziergang, Gangmitglieder, für das große Ich und Du. Heimat für die ersten Worte und den ersten ganzen Satz. Eine Fachwerkmetropole, ein Naturschauspielspielplatz. Für die erste Bundesliga, für die sportliche Figur. Gut für Shopping, Green-Exzesse und die Feierabendruhe. Für die durchgetanzte Nacht und für das eine große Spiel. Ein Ausgangspunkt, ein Zwischenhalt, ein Lebenswegeziel. Denn wenn die Lahn am frühen Morgen noch in tiefer Stille liegt, wenn die Nacht den Mensch im Schlaf im Dunkel ihres Schweigens wiegt, wenn dann langsam aus dem Osten Licht in diese Ruhe dringt, wacht die Welt aus ihren Träumen und ein Chorkonzert beginnt. Dieses Lied, es klingt nach Aufbruch, die es hören, schöpfen Kraft. So entstehen Meisterwerke, weil Wissen wirklich Werte schafft. Bringt die Räder in Bewegung, schaltet die Maschinen an. Tüftler, Denker und Talente, Mittelhessen geht voran. Schläft ein Lied in allen Dingen, dann erwacht es hier und klingt, weil ein Chor aus vielen Stimmen dieses Lied gemeinsam singt. Viele Teile, eine Einheit, niemand steht für sich allein. Jeder Ort und jeder Mensch kann hier ein Teil des Ganzen sein. Hört das Kratzen weißer Kreide, tanzend auf dem Tafelgrün. Hört, wie dann Synapsenknospen in farbenfroher Pracht erblühen. In den Schulen lernen Hände, jene Partitur zu spielen, deren Töne dann am Ende einen Charterfolg erzielen. Hört den Fahrtwind, wenn das Leben an Herausforderungen wächst. Hört ihr, wie die Massen jubeln, wenn man sich in Szene setzt. Hört ihr, die Ideen sprießen, neue Kraft durchfließt das Land. Hört ihr die verschiedenen Sprachen, alle forschen Hand in Hand. Hört das Schwingen des Papieres, angespielt mit Hand und Stift. Bildung ist der eine Ton, wo Theorie auf Praxis trifft. Dann, wenn das gelernte Wissen in den Taten hörbar wird und als selbstverfasster Soundtrack durch die Lebensläufe schwirrt, wie das klingt, nach Höhepunkten, nach Musik, die nie verstummt. Mittelhessen ist ein Ohrwurm, den man täglich gerne summt. In den Schulen, in Fabriken, in den Dörfern, in der Stadt, in den Praxen und den Orten, die man nie gesehen hat, in Labors und den Theatern, in der Werkstatt neben an, überall, wo man die Welt verstehen lernen kann, wo man lebt und Arbeit findet. Dort spürt man im Bauch das Lied, alle singen laut und lebhaft auf den Herzschlag gleichen Beat. Sag Ulei und sei zu Hause, jeder ist ein Dirigent und der Pulsschlag ist der Rhythmus, der sich in die Seele brennt. Wenn dann die Lahn am frühen Morgen noch in tiefer Stille liegt, wenn die Nacht den Mensch im Schlaf im Dunkel ihres Schweigens wiegt, dann wird selbst die Stille tanzbar, denn im Ohr läuft noch das Lied. Ein Liebeslied für deine Heimat. Immer wieder auf Repeat.